Einen wunderschönen guten Morgen. Dieses Video ist jetzt nur ein kleines Ergänzungsvideo zu einer bereits schon vorhandenen Ausgabe. Ich hatte ja schon über die Schlachterversion gesprochen, die wir hatten, oder auch diese, die Schlachter mit Parallelstellen. Wir hatten ja auch schon die Schlachter hier mit Goldrand oder die John MacArthur. Ich möchte heute nur ganz kurz auch einen ganz kurzen Abriss geben über eine andere Version noch. Das ist die Schlachterversion mit Studienführer und Atlas. Auch wenn natürlich Atlas hier ein bisschen hochgegriffen ist, klar, es sind da Karten drin, aber hauptsächlich geht es um den Studienführer und um die Parallelstellen. Da schauen wir mal rein. Sehr schön, und da hätten wir sie. Die Schlachterbibel mit Parallelstellen und Studienführer. Das ist eine sehr seltene und eine, wie ich sie sehr schätze, eine sehr, sehr coole Ausgabe. Die Schlachterversion mit Studienführerteil. Sie ist ungefähr so groß wie eine Standardbibel. Die Maße sind jetzt hier 23 cm mal 16 cm. Ich halte mal eine Standardbibel daneben. Hier haben wir sie jetzt, eine Standardbibel, jetzt hier in der Mengeausgabe von 1963. Habt ihr mal ungefähr so Größenvergleiche. Anders als diese jetzt hier, kommt diese im harten Karton, im festen Einband, was sehr, sehr cool ist, um sie auch mitzunehmen in einer Tasche. Manche mögen es lieber mit einem weichen Kunstleder. Ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich mag beide Ausgaben, je nach Verwendungszweck. Wenn ich sie in die Tasche packe, dann gerne im etwas härteren Karton. Ansonsten im weichen Einband, dann aber auch lieber mit Reißverschluss. Also je nachdem, welchen Verwendungszweck man hat. Die Schlachter-Version 2000 mit Parallelstellen und Studienführern ist eine äußerst gelungene Ausgabe. Wir schauen da jetzt auch einfach mal direkt rein. Sie kommt mit 1300 Seiten daher. Damit ist sie aufgrund des Papiers, was verwendet wurde, sehr schmal und sehr handlich. Das ist äußerst sehr geeignet, um sie auch mitzunehmen. Und schon gleich auf den ersten Seiten finden wir eine sehr, sehr, sehr gut gelungene farbige Karte von Israel, von der Geografie des Landes. Sonst hat man die Karten immer ganz am Ende. Hier werden sie uns gleich begrüßt am Anfang. Und gleich sehen wir auch hier schon den Weg der Mittlere Osten zur Zeit der Patriarchen. Wir kennen das auch aus den anderen Schlachtern-Versionen. Da haben wir die identischen Karten von der kleinen Version. Dann haben wir Israels Wanderung. Und dann gehen wir mal gleich weiter. Ja, die Bibel, Parallelstellen und Studienhilfen. Man kennt sie jetzt hauptsächlich, wird die Schlachter ja verwendet, entweder bei der John MacArthur Studienbibel. Wir kennen sie in der kleinen Version mit Parallelstellen. Wir kennen die Schlachter in der Version mit dem Rand, mit dem Schreibrand. Und hier haben wir jetzt eine Version, wo ebenfalls auch Studienhilfen noch mit bei sind. Das ist hier die 7. Auflage von 2019. Ich versuche es mal ranzuhalten. Und das Coole an dieser Ausgabe ist, dass die Parallelstellen, wir blättern mal einfach mal rauf, es sind, so sagt es der Einband, ca. 100.000 Stück. 100.000 Parallelstellen sind hier mit angegeben, verweisen zwischen dem Alten, dem Neuen Testament immer hin und her. Und das macht es zum Nachlesen und zum Vergleichen richtig komfortabel. Wenn man sich das jetzt, hier sehen wir das jetzt mal, die Parallelstellen, wir kennen das von der Elberfelder Bibel oft, haben wir sie oft auch in der Mitte. Hier haben wir sie immer direkt am Vers mit dran. Wir hatten vor einigen Tagen ja die Brunsbibel, da hatten wir Parallelstellen, jetzt nicht in dieser Menge von 100.000 Stück, aber wir hatten auch eben doch Parallelstellen und dann immer im Sinnabschnitt unten rechts dezent am Block. Hier sind sie jetzt mitten mit dran, gut lesbar, schön verständlich. Nicht zu klein, und das ist wirklich sehr cool. Zu den Studienhilfen, jeweils unten am Text sind wir auch immer noch erklärende Sätze zu den jeweiligen Abschnitten. Wie auch hier haben wir sie unten mit dran, jetzt hier beim Psalm 119. Wir blättern mal auch weiter. Und manchmal eben, wie wir es auch jetzt hier gerade sehen, zwischen dem Psalm 115, 118, sehr ausgiebige
Erklärungen zu den verschiedensten Arten der Übersetzung, zu anderer Bedeutung, zu anderen Übersetzungen. Was ich jetzt nicht mal weiter zu sagen muss, ist die Schlachter, klar, das ist der Textus Receptus, ohne die Apokryphen. Für jeden Vers gibt es auch eine neue Zeile. Was haben wir hier? Es wird nicht einfach weitergeschrieben im Blocksatz, nein, wir haben diese Verse, die immer einzeln wieder eingerückt werden. Jedem Kapitel ist eine kurze Einleitung gegeben, so wie jetzt hier bei 1. Brief des Apostel Paulus, sehen wir das. Und was ich auch mal sehr, sehr cool finde, ist, dass jetzt hier, wenn jetzt ein Buch zu Ende ist, dass man nicht gleich das nächste hier hinten mit ranpackt. Man nimmt sich hier Zeit und Platz, wenn man da möchte, kann man sich da natürlich auch gleich Notizen machen oder eben es einfach für die bessere Lesbarkeit den Abschnitt besser unterteilen zu können. Ich hatte diese Version heute mit im Gottesdienst, heute ja am 14. Sonntag nach Trinitatis, und das ist super leicht zu greifen und das macht diese Bibel sehr, sehr cool. Was natürlich dabei passiert ist, wie hier, wenn da jetzt kein Schutz dran ist und die brettert einmal runter, dann ist das natürlich verbogen, aber das hast du mit jedem Buch. Egal, ob da jetzt ein Reißverschluss dran ist oder ob das ein weicher Einband ist oder. Du hast hinten als Zugabe, hast du hinten die Zeittafeln, die jeweiligen Könige des Nord- und auch des Südreiches. Du hast die Zeiten der babylonischen Gefangenschaft, die Zeiten zwischen dem Alten und Neuen Testament. Hier sind ja nämlich auch keine Apokryphen drin. Und dann hast du, wie auch bei der anderen Schlachterausgabe, dann die prophetischen Weissagungen im Alten Testament mit den Erfüllungen im Neuen Testament. Die Ausgabe Schlachter mit Studienhilfen ist eine sehr, sehr gelungene und fast auch schon perfekte Ausgabe, denn mit den Parallelstellen, die muss man dann nicht selber sich ranpacken, unten mit den Erklärungen. Für mich wäre jetzt natürlich immer noch die perfekte Ausgabe dann eigentlich noch mit Apokryphen und noch ein bisschen mehr Platz am Schreibrand an den Seiten. Ansonsten ist das aber hier eine sehr, sehr gelungene Ausgabe. Kurz noch da gesagt, hinten ist noch der typische Leseplan drin, in 365 Tagen durch die Bibel. Den kennen wir auch aus der anderen Schlachterausgabe. Und insofern möchte ich dann noch dieses Video hier schon eigentlich abschließen, weil das nur ein Ergänzungsvideo ist zu der anderen Schlachterausgabe, die wir bereits schon hatten. Am Ende hast du nochmal eine farbliche Karte zur Zeit von Saul, König David und Salomo. Das sei gesagt zu diesem kurzen Video zu der Schlachterausgabe mit Studienführer. Insofern, wer mehr über die Schlachterausgabe hören möchte, der schaue mal bitte in das andere Video rein, was auch schon hochgeladen ist.